Hallo und herzlich willkommen zum Konflikt-Podcast. Mein Name ist Andreas und damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt, gibt es hier eine kurze Ankündigung. Von nun an streamen wir regelmäßig live. Jeden Sonntagabend um 18 Uhr gibt es einen Wochenrückblick, eine Diskussion unserer jüngsten Artikel und eine Twitter-Analyse. Zum Schluss gehen wir auf eure Fragen und Anmerkungen im Chat ein. Ihr könnt den Stream auf dlive.tv/konfliktmag abonnieren. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Die Streams werden immer in der darauffolgenden Woche als Podcast veröffentlicht. Außerdem wird es natürlich weiterhin normale Podcasts mit Gästen oder zu bestimmten Themen geben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Okay, herzlich willkommen beim Konflikt-Podcast, eine neue Ausgabe. Und dieses Mal haben wir wieder einen Gast, nämlich Nils Wegner. Nils Wegner ist 1987 in Bremen geboren, hat Geschichte und Kulturwissenschaften studiert und hat sich seit einigen Jahren vor allem als Experte für US-Politik und da insbesondere die Alt-Right hervorgetan. Zwischenzeitlich hat er auch beim Antaios Verlag lektoriert und er ist Redaktionsleiter beim US-amerikanischen Radix-Journal. Hallo Nils. Moin Moin. Ich muss aber dann gleich korrigierend eingreifen zu Beginn und sagen, dass ich aus der Nähe von Bremen komme. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen kleinmütig wirken, aber ich glaube, eventuell mithörende Niedersachsen werden schon verstehen, warum ich da so drauf poche. Das ist ein bisschen so, glaube ich, wie die Auseinandersetzung zwischen Schwaben und Badensern oder so. Also nur damit das klargestellt ist. Ansonsten stimmt alles soweit. Vielen Dank für die Einführung und das ist, was ich tue. Wobei natürlich die Geschichte mit dem Radix Journal jetzt nicht wirklich irgendeine hauptberufliche Tätigkeit ist. Seitdem ich bei Antaios gekündigt habe, mache ich hauptsächlich Übersetzungsarbeit für verschiedene Verlage, in letzter Zeit insbesondere für den Ares Verlag aus Graz. Das war auch mein letztes großes Projekt jetzt zum Herbst dieses Jahres und ansonsten eben Lektoratsarbeit, Korrektorat für Jung Europa, für ebenfalls den Ares Verlag, also für Projekte, die ich dann nicht selbst als Übersetzer betreut habe, für Antaios teilweise. Das, was eben gerade so einfällt und nebenbei versuche ich nach wie vor selbst noch ein bisschen zu schreiben, auch dort. Da, wo man mich schreiben lässt, im Prinzip. Die Szene ist ja mittlerweile doch erheblich angewachsen seit 2015, wo das Ganze so einen gewissen Auftrieb genommen hat und dementsprechend bieten sich natürlich viele verschiedene Medien zu jeweils unterschiedlicher programmatischer Bespielung an. Das ist das, womit ich so im Großen und Ganzen meinen Alltag verbringe. Okay. Nun hast du ja schon einiges erzählt. Ich muss nochmal zurückkommen. Du bist also gar kein Bremer, sondern Niedersachse. In dem Punkt hatte ich leider nicht recht. Hatte ich aber in dem anderen Punkt recht, dass du dich doch sehr viel mit US-Politik beschäftigst und auch mit der, wie gesagt, mit der Alt-Right? Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das kann man ja auch per Google ohne weiteres feststellen. Und einerseits bin ich, was natürlich von einem rein wissenschaftlichen Standpunkt her sehr problematisch ist, bin ich als Produzent von entsprechenden Inhalten selbst tätig, indem ich eben mit einigen der dortigen Protagonisten zusammenarbeite und meinetwegen jetzt nicht nur bei Radix ediere, sondern auch selbst Artikel schreibe für Radix und andere oder an entsprechenden Podcasts und Livestreams teilgenommen habe in der Vergangenheit. Und auf der anderen Seite bin ich quasi mein eigener Exeget und lege das Ganze ein bisschen aus, indem ich einem deutschsprachigen Publikum versuche, entsprechende Inhalte nahezubringen. Einmal durch Berichterstattung über das, was in der US-amerikanischen parteifreien, mal mehr, mal weniger intellektuellen Rechten so passiert. Und andererseits eben durch die besagte Übersetzungsarbeit, sodass die dortigen Inhalte, soweit sie interessant und betrachtenswert erscheinen, auch im deutschsprachigen Raum konsumiert werden können, wie meinetwegen die Bücher von Jack Donovan, von deren drei mittlerweile ins Deutsche übersetzte ich zwei zu verantworten habe. Nun hast du gesagt, du bist also an dieser intellektuellen Rechten sehr interessiert. Das Phänomen Alt-Right,
war ja aber eben nicht immer nur intellektuelle Rechte, sondern es hatte auch eine gewisse populäre Rezeption. Und nun ist es, wenn man sich in den letzten ein bis zwei Jahren sozusagen ein bisschen im Internet in den einschlägigen Foren oder auch Kommentarsektionen rumtreibt, liest man häufig, die Alt-Right sei wahlweise tot oder sei seit 2016 unbedeutend geworden. Und sozusagen der Wahlsieg Trumps wäre ein Höhepunkt gewesen, aber seitdem sei sie nun im Niedergang. Wie würdest du das jetzt aus deiner Perspektive, der du ja ein bisschen tiefer drin bist, beurteilen? Und glaubst du oder wo glaubst du, liegt die Zukunft dieser Alt-Right? Oder meinst du andererseits, man kann vielleicht gar nicht mehr von einer Alt-Right als Bewegung sprechen? Ja, das sind jetzt viele Fragen, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, das glaube ich oder hoffe ich auch so im Großen und Ganzen. Also ein Freund dieses Bewegungsbegriffs im Hinblick auf die Alternative Right bin ich noch nie gewesen, weil auf der einen Seite eine geschlossene Ideologie immer schon gefehlt hat. Es war so, dass man sich eben im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2016 dann tatsächlich hinter der lebendig gewordenen Fahne von Donald Trump sozusagen versammeln konnte im Großen und Ganzen. Also dass alle damals schon existierenden und teilweise gegeneinander arbeitenden oder zumindest miteinander konkurrierenden Lager oder Einzelpersonen innerhalb dieses diffusen Feldes der alternativen Rechten in den USA zeitweilig ein gemeinsames Ideal hatten, dem sie zuarbeiten konnten. Das hat sich allerdings, nachdem Trump Präsident geworden war, dann auch relativ schnell wieder gelegt und dieser einende Geist ist verflogen. Auf der einen Seite hat das natürlich damit zu tun, dass die umstürzlerische Qualität, die viele in eine Trump-Präsidentschaft hinein projiziert haben, die ihn als den Chaos-Kandidaten und den Disruptor und dergleichen angesehen haben, als der sich Trump ja auch im Vorfeld der Wahl verkauft hat, beziehungsweise als den sein Medienteam unter der sehr kundigen Anleitung, vor allen Dingen Steve Bannons, ihn verkauft hat, dass sich das als im Großen und Ganzen eine Wunschvorstellung herausgestellt hat und eben schon damals und insbesondere nach dem symbolischen US-Raketenschlag gegen Syrien doch ein Großteil der ehemals verhältnismäßig einigen Alternative Right von Trump und aufs Neue, wenn sie es nicht eh die ganze Zeit durchgehalten haben, vom US-amerikanischen Politsystem abgewandt haben. Man muss dazu auch sagen, dass der Einfluss oder die Bedeutsamkeit der alternativen Rechten, unabhängig davon, wie die im jeweiligen Einzelfall definiert wurde. Richard Spencer ist ja immer so ein Presse- und Medienaushängeschild des Ganzen gewesen. Aber man hat dazu ja auch Personen wie Steve Bannon selbst und den leidigen Milo Yiannopoulos oder meinetwegen auch den Trump-Berater Stephen Miller, der zeitweilig Kommilitone von Richard Spencer wiederum gewesen ist, dazu gezählt. Also die Medien sind im Prinzip federführend verantwortlich dafür gewesen, einer unklar definierten oder uneinheitlich definierten alternativen Rechten, die eben nicht ohne weiteres als republikanisch oder sonst wie in bekannte Kategorien einzusortieren war, dieser alternativen Rechten einen Einfluss zuzuschreiben, der meines Erachtens so nie wirklich existiert hat und insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass eben jeder diesen Alt-Right-Begriff so gebraucht hat, wie er ihm gerade gepasst hat. In der Regel in einem gewissen alarmistischen oder verschwörerischen Sinne, wie das bei sensationsgebundenen und an Klickzahlen interessierten Medien von CNN und MSNBC bis hin zu solchen Lowbrow-Formaten wie der Huffington Post oder BuzzFeed oder was es da nicht so alles gibt, eben mehr oder weniger zwangsläufig ist. Und von daher würde ich sagen, dass es keinen so großen Abbruch in Einfluss oder Bedeutung der Alt-Right gegeben hat, weil das immer schon eine gewisse Filterblasenexistenz gewesen ist, die aber zumindest stellenweise, gerade im Hinblick auf Meme, die unmittelbar vor der Trump-Wahl gepflegt wurden und auch danach,
die nach außen hat wirken können, durch das Wirken von nicht unmittelbar an diesen ganzen intellektuellen oder halbwegs institutionellen Vorgängen beteiligten Einzelpersonen, den vielgelobten, vielgerühmten Anons von 4chan und was es da nicht noch so alles an Imageboards im Internet gibt. Aber das ist eben halt immer schon eine sehr flüchtige Sache gewesen. Und dass Charlottesville 2017, also die versuchte Unite the Right Rally zugunsten dieses Robert E. Lee Denkmals in Charlottesville, mit dem katastrophalen Verlauf, also eben die dortigen Behörden und die staatliche und lokale Polizei aktiv daran mitgewirkt haben, eine Eskalation der Auseinandersetzung zwischen den diversen rechten Gruppen, die sich dort einbringen wollten an dieser Veranstaltung, die dann ja schon vor Beginn abgebrochen werden musste, und den aus dem ganzen Land, aus den ganzen Bundesstaaten angereisten Antifa-Gegendemonstranten, dass diese Eskalation eben bewusst provoziert wurde und dann entsprechend in 3 Todesfällen, also 2, ich glaube Bundespolizisten oder Landespolizisten, die mit dem Hubschrauber abgestürzt sind, und eben der bekannten Heather Heyer, der Gegendemonstrantin, die im Zuge dieses Verkehrsunfalls von Alex Fields ums Leben gekommen ist, zu diesen 3 Toten geführt hat. Was letzten Endes der manifeste Endpunkt alternativrechten Straßenaktivismus, wenn man es so nennen möchte, gewesen ist. Natürlich hat es seitdem solche Dinge wie Patriot Prayer oder jetzt in jüngster Zeit insbesondere durch sehr, sehr kernige Aktionen und Kundgebungen aufgefallen von Patriot Front gegeben, die ja in ihrer Ästhetik in allerjüngster Zeit auch beispielsweise bis nach Wien hin ausgestrahlt haben. Aber das ist, wie gesagt, man kann die Alt-Right oder Dissident-Right, wie mittlerweile eigentlich der geläufigere Terminus ist, nur schwer exakt abgrenzen. Und diese Organisationen würden sich, glaube ich, auch selbst nicht so betiteln, was meines Erachtens auch nicht die schlechteste Sache ist, weil es dort eben deutlich weniger um diesen sehr nicht traditionsbeladenen, aber diesen doch in seinen Wurzeln ganz anders gelagerten alternative rechte Begriff geht, sondern tatsächlich eher um, sagen wir mal, eben aktivistische, patriotische oder nationalistische, wie man es nennen möchte, Bewegungen, die tatsächlich einen Bewegungscharakter haben und nicht wie die Alt-Right in ihrer ursprünglichen, etwas diffusen Darreichungsform eher einen losen Verbund ähnlich gelagerter, mehr oder weniger intellektueller Individuen verkörpern. Ja, also du hast eben, ich wollte dich an der Stelle nicht unterbrechen, aber du hast eben was Interessantes gesagt, und zwar, dass eigentlich von Anfang an eine gewisse mediale Falsch- und Überrepräsentation da war. Und das, was Ähnliches kennen wir ja auch aus Deutschland mit der neuen Rechten, dass sozusagen da öfter so getan wird, als würde da ein rechtsintellektuelles Netzwerk hinter den Kulissen ganz schlimme Dinge planen. Aber bevor wir jetzt auf diese Parallele kommen und eigentlich den Sprung nach Deutschland wagen, hätte ich noch einen Anschlusspunkt. Wir gehen wieder zurück zu Trump. Der galt ja lange Zeit eigentlich als die Ikone des Rechtspopulismus weltweit. Und nun hast du ja selber dargestellt, wie zumindest die Hoffnung der amerikanischen, wie du sie nanntest, Dissident oder Alternative Right, auf Trump eigentlich enttäuscht wurden. Bleibt ja eigentlich noch die Perspektive des Rechtspopulismus. Angesichts der aktuellen Situation in den USA, wo es eben sehr unklar ist, wie es weitergehen wird, aber doch sehr viele Zeichen und sehr viele etablierte Kräfte und auch republikanische Kräfte sich gegen Trump wenden, glaubst du, dass die Zeit des Rechtspopulismus, der ja auch von Trump geprägt und beflügelt wurde, vorbei ist? Und das nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland oder Europa? Also es hat da in Alt-Right oder Dissident-Right-Kreisen in letzter Zeit schon ein Stück weit vor der Wahl bei denjenigen, die von vornherein fest davon ausgegangen sind, dass er gegen Joe Biden verlieren wird, als auch eben im Nachgang der Wahl bei allen anderen, die vorher noch daran gezweifelt haben, eine große Debatte darüber gegeben, ob der Trumpismus, wenn man das so nennen möchte, auch ohne Trump funktioniert und was in dieser Hinsicht die Zukunft der GOP, der Republikanischen Partei in den USA sein wird.
Und mir persönlich scheint die Auslegung am plausibelsten, dass dadurch, dass dieser Populismus, insbesondere dieser Rechtspopulismus, so wie wir ihn kennen, im Rahmen der demokratischen und wahlarithmetischen Gegebenheiten, ob das jetzt die sehr speziellen in den USA sind oder eben auch die in den verschiedenen europäischen Nationalstaaten, dass es da immer darum gehen muss und eigentlich fast ausschließlich auch nur darum gehen kann, eine Mobilisierung der großen Anzahl der Nichtwähler zu betreiben. Das ist ja auch etwas, was 2016 wesentlich zum Wahlsieg Donald Trumps beigetragen hat, weil es ihm gelungen ist. Und da kann sich meines Erachtens durchaus diese ganze Internetrechte Trollfraktion, wie vielleicht die einschlägigen Kritiker und Gegner derselben sagen würden, auf die Fahne schreiben, dort viel, nennen wir es mal Propagandaarbeit geleistet zu haben, um auf der einen Seite in Anführungszeichen abgehängte weiße Angehörige des unteren Mittelstandes und diese sogenannten Blue-Collar-Workers, die normalerweise gar nicht wählen gegangen wären auf der einen Seite, weil sie meinetwegen in der Vergangenheit enttäuscht worden sind oder weil sie als junge Erwachsene gerade jetzt das erste Mal hätten wählen dürfen und sich aufgrund ihrer lebensweltlichen Ausrichtung schlicht nicht dafür interessiert hätten, dann aber durch die beliebten Imageboards wie 4chan und 8chan etc. aktiviert worden sind, sich irgendwie jetzt und selbst wenn es nur for the lulz, also aus Jux und Tollerei und um zu sehen, was passiert, wenn man den Chaos-Kandidaten und den Underdog wählt, sich da nun einzubringen und dadurch diese ganzen Wahlberechnungen, die selbstverständlich von den einschlägigen Großköpfen in ihren Denkfabriken im Vorhinein angestellt worden sind, gehörig durcheinander zu bringen. Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass bis eigentlich 5 Minuten nach 12 alle fest davon ausgegangen sind, dass doch noch Hillary Clinton die Wahl gewinnen würde. Und insbesondere die etablierten konservativen Denker und Ausleger der Welt, der politischen Welt in den USA, wirklich sehr dumm aus der Wäsche geschaut haben, als dann tatsächlich der Wahlsieg von Donald Trump verkündet wurde. In dieser Hinsicht ist, wie gesagt, der Rechtspopulismus oder der Trumpismus, wenn man das auf Amerika bezogen so nennen möchte, etwas, das tatsächlich, und da kann so jemand wie Ted Cruz sich hinstellen und von der Zukunft der GOP als gemischtrassiger Partei der Arbeiterklasse ohne ein Gespür für ethnische Hintergründe, diese berühmte Farbenblindheit, die scheinbar immer nur Konservative pflegen möchten, reden, so viel er oder so viel das GOP-Establishment möchte. Die extreme Polarisierung, die sich in den USA seit spätestens 2016 und eigentlich schon seit Beginn der Kandidatur Donald Trumps gezeigt hat und die sich ununterbrochen weiter verschärft hat, um dann in dieser Wahl zu kulminieren, nach all den Black Lives Matter-Protesten und was es da im Laufe des kurz vor seinem Ende stehenden Jahres so gegeben hat. Diese extreme Polarisierung lässt eigentlich für die Republikaner keine andere Zukunft als Partei und als politischer Apparat zu, als zu versuchen, diese populistische Fackel irgendwie weiterzutragen. Also das heißt, und glaubst du, dass der Rechtspopulismus eigentlich, wie du es ja anfangs gesagt hast, auch ohne Trump weiter funktionieren muss? Ja, oder dass es gar keine andere Möglichkeit gibt in den USA? Wie siehst du das aber, weil ich sprach ja von dieser Signalwirkung, wie siehst du das eher in Bezug auf Europa? Also denkst du, dass sozusagen dadurch, dass sie dieses Vorbild in den USA hatten, in den letzten Jahren sich die rechtspopulistischen Parteien sehr daran orientiert haben und jetzt, wo das wegfällt, sie sich neu orientieren werden? Oder was siehst du da für eine Auswirkung? Oder würde ein Verschwinden Trumps von der Bildfläche ohne Effekt bleiben auf die europäische Landschaft? Soweit ich das Ganze überblicke, ist es schon so, dass sich die europäischen rechtspopulistischen Parteien zumindest mit einigen oder etlichen oder den wesentlichen ihrer jeweiligen Sprachrohre und Protagonisten sehr stark nach Amerika hin orientiert haben, weil das, was dort passiert ist, vor allen Dingen, dass Trump überhaupt gewählt wurde,
ja erstens mal eine gewisse Signalwirkung gehabt hat, dass es möglich ist, dass selbst der ja nach wie vor mehr oder weniger mächtigste Mann der Welt ohne ja einen Fokus auf Kompromisse, auf gewählte Worte und ein möglichst großes Fingerspitzengefühl auskommen kann, sondern halt auch einfach so ein marktschreierischer Immobilien-Mogul aus New York sein kann. Natürlich ist das aber auch ein Stück weit damit verbunden, dass man eben ebenso wie die wesentlichen Akteure der Alt-Right eine Zeit lang viel auf Donald Trump projiziert hat, was sich dann doch als etwas anders herausgestellt hat. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass beispielsweise der ja bis heute umstrittene und meines Erachtens nicht in die Gänge kommende und vermutlich auch dann letzten Endes überhaupt nicht mehr stattfindende partielle US-Truppenabzug aus der Bundesrepublik etwas gewesen ist, was meinetwegen die Transatlantiker innerhalb der AfD, wie beispielsweise Peter Büstron, sich hätten träumen lassen. Peter Büstron beispielsweise, soweit ich das richtig mitbekommen habe, hat sich auch dezidiert gegen einen US-Truppenabzug aus der Bundesrepublik ausgesprochen und das wohlgemerkt als Vertreter einer Partei, die den Kampf für den restlosen Abzug aller Besatzungstruppen aus der Bundesrepublik sogar in ihrem Parteiprogramm stehen hat. Es gibt da so eine gewisse Ambivalenz gegenüber den USA, dass einerseits man immer sein eigenes Wirken, sein eigenes parteipolitisches Wirken, gerade als dissidenter Politiker, gerade als rechter Politiker, daran orientieren oder es zumindest in den Medien so oder in der Öffentlichkeit gegenüber den potenziellen Wählern und so weiter so darstellen möchte, dass man im Prinzip im Windschatten der USA unterwegs ist und sagen kann, das, was dort funktioniert hat, das kann ja hier jetzt nicht ins Leere laufen. Inwieweit das noch funktioniert, wenn der Präsident jetzt Joe Biden heißt und meinetwegen vielleicht 2024 Donald Trump nochmal zur Wahl antritt, das ist ja alles Zukunftsmusik, inwieweit eine solche Argumentation dann noch funktionieren kann, ist natürlich sehr fraglich. Auf der anderen Seite wird die Biden-Präsidentschaft, wie in so vielen anderen Dingen auch, so auch in den internationalen Beziehungen, auch und gerade zwischen den USA und der Europäischen Union beziehungsweise den europäischen Nationalstaaten, eine Rückkehr zum Status quo ante bedeuten. Und dementsprechend den, sagen wir mal, etwas klassischer orientierten rechtspopulistischen Politikern in der AfD, meinetwegen auch in der FPÖ und was es da sonst nicht alles gibt, ermöglichen sich wieder eher auf gewohntem Terrain und in bekannten Wassern zu bewegen, sodass dort dann vielleicht ein Austausch und eine politische Kooperation auf subkutaner Ebene eher möglich ist, als das zu Trumps Zeiten war. Das ist ein gutes Stichwort. Die klassischen sozusagen europäischen Rechtspopulisten sind ein sehr gutes Stichwort, weil die ja auch an sich sozusagen schon für viele neue Rechte in Europa und jetzt gerade also in Deutschland ja auch wiederum kritikwürdige Elemente mit sich tragen. Also es gibt sozusagen einerseits die Ebene in den USA, was jetzt vielleicht diese ja, Enttäuschung ist, die einige dissidente Rechte eben mit Trump hatten. Andere muss man ja auch sagen, es gibt ein ganzes Spektrum, America First, Nick Fuentes, die auch ursprünglich aus der Alt-Right kommen und trotzdem sehr pro-Trump sind. Aber das ist, wie gesagt, die amerikanische Ebene. Und in Europa haben wir ein eigenes Spannungsverhältnis zwischen rechten Intellektuellen und Rechtspopulismus. Und jetzt würde ich dich fragen, wie siehst du denn als einer, der sehr stark von Amerika geprägt ist und sehr stark sozusagen diese Alt-Right-Diskurse internalisiert hat, wie würdest du denn das Verhältnis in Europa zwischen der sogenannten neuen Rechten und den rechten, rechtspopulistischen Parteien und den Bewegungen betrachten? Also wo ist da der Unterschied vielleicht, im Vergleich zu diesem amerikanischen Verhältnis der Enttäuschung? Oh je, das ist ein weites Feld. Also im Großen und Ganzen ist es natürlich immer erstmal eine Definitionsfrage. Was ist die neue Rechte, wenn man von ihr spricht? Was ist die Alt-Right, wenn man von ihr spricht? Jemand wie Nick Fuentes ist ja die längste Zeit seines politischen Engagements ein College Republican gewesen und hat erst begonnen, seine kantigen
Livestreams aufzuzeichnen, als sich herausgestellt hat, dass genau das das ist, was die Leute sich anschauen wollen und womit man Klickzahlen bei YouTube generiert. Und der relativ schnell sein noch sehr junges Leben komplett darin investiert hat und dann eben auch unmittelbar vor der Trump-Wahl im Livestream zu seiner Zuschauerschaft gesagt hat, ihr müsst alle Trump wählen, auch wenn ihr mit seiner Politik nicht einverstanden seid. Es führt kein Weg daran vorbei. Wenn Joe Biden und Kamala Harris die Politik in diesem Lande bestimmen, dann werden Leute wie ich abgeknallt, ob jetzt vom FBI oder von irgendwelchen plündernden Schwarzen, sei mal dahingestellt. Das ist natürlich ein sehr großes Problem, genauso wie andere Angehörige oder zeitweilig als Angehörige der Alt-Right oder der Alt-Right nahestehend definierte Persönlichkeiten wie meinetwegen Lauren Southern oder Gavin McInnes und wen es dann nicht so alles gegeben hat, hauptsächlich Medienschaffende, die qua ihres Berufsstandes sehr flexibel sind, was ihre persönlichen Ansichten und Ideale und ihre jeweilige politische Zugehörigkeit angeht, dass all diese Persönlichkeiten aufgetaucht sind, mehr oder weniger aus dem Nichts, sich mit relativ aggressiven und teilweise sehr klug vorgetragenen und vor allen Dingen sehr klug vermarkteten Ansichten Rang und Namen gemacht haben, sich eine Zuschauerschaft generiert haben und nachdem einigermaßen es begann Probleme zu geben und das Label Alt-Right langsam für viele problematisch wurde, sich wie die Heuschrecken davon gemacht haben, um das nächste Geschäftsfeld aufzumachen. Lauren Southern beispielsweise mit ihren Dokumentationen über die Plas-Morde in Südafrika und Gavin McInnes, der von einem Medium als ursprünglicher Gründer von Vice Media, was ja nun so ziemlich das ist, wogegen sich jeder halbwegs Globo-Homo-Mächtige. Ja, ja. Aber ja, es genau, ist Globo-Homo. Aber ich wollte wollte nur noch mal darauf hinaus, weil du sagst, also in den USA gibt es sozusagen auf jeden Fall diese Grifter. Das will auch gar niemand in Abrede stellen. Nun in Deutschland ist es aber eben, weil diese Negativpropaganda, die die Alt-Right in den USA betroffen hat, die betrifft ja auch die neue Rechte in Deutschland. Aber diese Positivpropaganda gab es ja nun nicht. Weswegen es hier halt auch diese Grifter im weitesten Sinne nicht gibt. Also es gibt bestimmt einige. Da würde ich sagen, dass es sie genauso in den USA gegeben hat. Mhm. Also genauso wie in den USA gegeben hat, aber wirklich exakt genauso. Diese ganze, damit mache ich mir jetzt vielleicht unter eurer Zuhörerschaft einige Feinde, aber das ist mir egal, diese ganze spätklug gewordene, so nach dem Schema Sarrazin, spätklug gewordene Vlogger und Blogger und was nicht alles klicke, Leute wie Oliver Janich und Oliver Flash und so weiter. Das ist ja nun wirklich ein wie das in vielen Dingen ist, die Deutsche versuchen von den USA zu übernehmen, ein relativ schlechtes, so in Sandalen mit weißen Tennissocken daherkommendes Bild von dem, was in Amerika passiert. Ich habe diese Leute gar nicht im Kopf, aber jetzt, wo du diesen Namen nennst, ich will auch gar nicht weiter auf die reden. Also wir haben auch die Grifter, okay. Trotzdem stellt sich das Verhältnis ja doch irgendwo anders dar. Worauf ich hinaus will, ist, dass die neue Rechte, die wirklich intellektuelle neue Rechte hat in Deutschland, nicht diesen Hype, wie die Alt-Right in den USA hatte, sondern sie ist eigentlich nur Boogeyman. Und ich würde dich gerne nochmal fragen, wo der Unterschied in deinen Augen liegt. Der Unterschied ist im Wesentlichen darin zu sehen, dass die neue Rechte die neue Rechte, so wie wir sie heute sehen, die ja mit der ursprünglichen sogenannten oder als erste sogenannten neuen Rechten in den späten 50er und durch die 60er Jahre hindurch wenig zu tun hat. Nicht gar nichts, aber doch relativ wenig. Die heutige neue Rechte ist im Prinzip ein Auswuchs der 80er Jahre und der Tatsache, dass die unter der Kanzlerschaft Helmut Kohls, wenn ich jetzt mal nur von der Bundesrepublik spreche, dass die unter der Kanzlerschaft Helmut Kohls erhoffte sogenannte geistig-moralische Wende, was damals ein festes Schlagwort war, ausgeblieben ist. Das hat zur, sagen wir mal, allmählichen Verschärfung prononciert konservativer Denker, die damals vorrangig in der Zeitschrift Kritikon publiziert haben, um Caspar von Schrenck-Notzing und einige andere geführt, so jemand wie Gerd Klaus Kaltenbrunner, der damals noch sehr jung war und deutlich bissiger geschrieben hat, als das in seinen späteren Jahren so war, sind da mit Sicherheit auch noch zu nennen. Das ist im Prinzip die Entstehungsphase der neuen Rechten, so wie sie sich bis heute irgendwie weitergetragen hat. Und dieses Umfeld, diese Denkschule, wenn man sie denn so nennen möchte, wird, ob nun bewusst oder unbewusst, meines Erachtens niemals so ganz ihre Herkunft aus einem enttäuschten
CDU-CSU-Milieu ablegen können. Also es ist dabei immer schon nicht darum gegangen, jetzt irgendwie, ob nun geistig oder Gott bewahre gar physisch wirklich revolutionär oder umstürzlerisch zu sein, sondern es ist immer schon darum gegangen, etablierte parteipolitische Strukturen ein bisschen so massieren und kitzeln zu wollen, dass dabei vielleicht Inhalte rausspringen, wie man sie gerne hätte. Und es hat ja durchaus Ereignisse gegeben, politische Wendungen, politische Prozesse, die in diesem Milieu als etwas begriffen worden sind, dass man sich jetzt selbst an das Revers zu heften hätte. Beispielsweise die Novellierung des Ausländergesetzes in den frühen 90er Jahren, die, wenn man es von heute, von einem heutigen Standpunkt aus betrachtet, absolut eine Finte der CDU war, um den damals kurzzeitig recht erfolgreichen Republikanern, der deutschen Partei, die Republikaner, das Wählerreservoir wieder abzugraben. Dass man also, wie man das auch im Spiel vor der Kanzlerwahl, vor der Bundestagswahl 2017 beispielsweise gesehen hat, dass die CDU das tut, was sie am besten kann, zwischendurch mal ein bisschen rechts blinken, dass viele der Wechselwähler darauf reinfallen und dann eben dann doch wieder CDU wählen, weil es ihnen zu unsicher ist, irgendeine Oppositionspartei zu wählen, denn in Anführungszeichen, was können die schon schaffen? Und das letzten Endes nach der Wahl dann vor der Wahl ist und die Unionsparteien genauso weitermachen wie zuvor, egal mit welchem Koalitionspartner. Das ist im Prinzip das große oder eines der großen strategischen Probleme der neuen Rechten, wie wir sie in Deutschland, in der Bundesrepublik sehen. Und das trägt auch dazu bei, dass sie eben diesen Boogeyman-Charakter, wie du es genannt hast, diesen Status als Schreckgespenst nie so ganz ablegen konnte, weil sie immer im Prinzip der dunkle Schatten, wenn man das so wie Carl Gustav Jung formulieren möchte, und das schlechte Gewissen der Regierenden gewesen ist, dass sie daran gemahnt hat, dass ihre Politik inkonsistent ist und dass man dieses und jenes alles besser machen könnte, wozu dann ein Teil der Wählerklientel zwischendurch mal gesagt hat, ja, eigentlich haben die recht, und dass das wiederum dazu geführt hat, dass die entsprechenden parteipolitischen Kreise mit den anhängigen Diensten, über die sie nun mal eben verfügen können, die ja niemals neutral waren, sondern immer schon ein Regierungsschutz, auch wenn das für viele jetzt eine große Entdeckung gewesen zu sein scheint im Vorgehen des Verfassungsschutzes gegen die AfD, dass die sich eben dieser Methoden und Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, bedienen, um auf der einen Seite diesen Popanz einer unmittelbar bevorstehenden neuen Machtergreifung der Bevölkerung gegenüber aufzubauschen, damit die eingeschüchtert wird und sich um Himmels Willen von allem nicht konformen Denken fernhält, und auf der anderen Seite den eigenen Parteikollegen und der Opposition klarzumachen, hier ist eine rote Linie, die ihr nicht übertreten dürft, und wenn ihr mit diesen Leuten gemeinsame Sache macht, was ja durchaus naheliegen würde, um die jeweilige Regierungspartei, wenn das denn eine nominell konservative sein sollte, zu destabilisieren oder zumindest ein bisschen Druck auszuüben in die eine oder in die andere Richtung. Wenn ihr also euch mit diesen Leuten einlasst, dann wird dieser Paria-Status auch auf euch abfärben, und bis dato hat das auch noch immer gut funktioniert. Es ist meines Erachtens nicht so, dass sich innerhalb der letzten 30 Jahre oder wenn man eben noch die frühere neue Rechte oder die frühere Inkarnation einer neuen oder jungen Rechten mit einschließen möchte, innerhalb der letzten 70 Jahre in der Bundesrepublik irgendetwas daran geändert hätte. Also du sagtest, der dunkle Schatten der enttäuschten Konservativen. Nun würde ich sagen, das mag auf einen Großteil oder auf einen gewissen Teil vielleicht der älteren Rezipienten durchaus zutreffen. Also du sagtest es, oder du nanntest es ja so, dass da viele ja dann sich vielleicht enttäuscht von der CDU zeigen, aber denken, naja, zur Wahl würde ich dann trotzdem keine rechte Opposition wählen. Glaubst du aber, dass das auch auf die Akteure zutrifft? Also glaubst du, dass wirklich bei den Vordenkern, der in Schnellroda beispielsweise, dieses Hinterherhängen ein wesentlicher Faktor ist? Weil ich glaube eigentlich nicht. Also ich glaube nicht, dass sich da ein eigentlich enttäuschter Mainstream-Konservatismus äußert, sondern dass sich da schon dissidente rechte Gedanken äußern. Nun, das eine schließt das andere ja nicht vollkommen aus. Es geht darum, dass es eine eindeutige Traditionslinie gibt,
Und eben nicht, wie wenn man jetzt mal dieses linkerseits von Volker Weiß beispielsweise so gerne gewählte Denkmanöver nur mal zum Spaß nachvollziehen möchte, dass es eben nicht unmittelbar mit der Lage in der späten Weimarer Republik vergleichbar ist, wo eben solche elitären Herrenclubs und geistigen Runden, die dann ja das gewünschte Gegenbild oder die gewünschte Präfiguration sozusagen von solchen Organisationen wie dem IFS wären. Sowas ist damals ja nicht daraus entstanden, dass man versuchen wollte, ein bisschen subkutanen Einfluss meinetwegen auf die Deutschnationale Volkspartei oder was es damals noch so alles gab, auszuüben, auch wenn einzelne Protagonisten wie beispielsweise Edgar Julius Jung sich da auch sehr stark parteipolitisch engagiert haben, sondern es war eher ihr würdet mit Sicherheit eher sagen, Bourgeois geprägte unter Kuratel des damaligen Weimarer republikanischen Großkapitals stattfindende, ja doch ein bisschen gartenlaubige Veranstaltung des Denkens, wie das Reich zu retten oder neu zu gründen wäre. Und das ist eben halt so etwas in der damaligen Weimarer Republik gegenüber in seiner totalen Verneinung dieses Systems, selbst wenn man es nur gedacht hat. Das ist eben halt etwas, was die deutsche neue Rechte ja nicht leistet. Das ist jetzt erstmal ganz wertfrei gesagt. Ja. Und die Herkunft des Ganzen aus CDU, CSU, Verrat an ihren eigenen Idealen, weil ja damals davon gesprochen wurde, dass nach der Kanzlerschaft Willy Brandt alles ganz anders werden würde und dass man eben zu einer konservativeren Gesamtgesellschaft zurückkehren würde, dass es ein Rollback, wie man heutzutage immer so schön sagt, geben würde, weil eben das nicht stattgefunden hat, ist schon etwas, das meines Erachtens diese ganze geistige, intellektuelle, nicht CDU-CSU gebundene Rechte, also außerhalb des Studienzentrums Weikersheim und wie all diese ganzen C-Parteien-Organisationen oder den C-Parteien mehr oder weniger anhängenden Organisationen so heißen, was diese Strukturen und eben auch die Protagonisten, selbst wenn sie es mit Sicherheit persönlich von sich weisen würden, nie so ganz loslassen würde. Es ist ja beispielsweise so, dass sowohl Dieter Stein von der Jungen Freiheit als auch Götz Kubitschek selbst durchaus eine gewisse Historie mit den Republikanern haben. Die Republikaner, für die jüngeren Hörer, sind ja ursprünglich mal für die CSU das gewesen, was die AfD dann ein paar Jahrzehnte später für die CDU sein sollte. Also eine Ausgründung von Leuten, die sauer waren, um die ursprüngliche Mutterpartei wieder ins richtige Fahrwasser zu drücken, aus ihrer Sicht. Und das ist eben, auch wenn man sich dann irgendwann gesagt hat, so kann es nicht weitergehen und wir müssen unser eigenes Ding machen, das ist halt etwas, glaube ich, eine gewisse Denke, dass eben, um es ganz pathetisch zu sagen, der Kahn noch zu retten ist, wenn man nur dieses und jenes tut, um entweder den Kurs eben halt, bleiben wir mal metaphorisch, dass man entweder den Kurs ändern möchte, indem man irgendwo unter Deck die Leute dazu nötigt, von der einen Seite des Schiffs auf die andere rüber zu laufen und so den Kurs quasi unmerklich in diese Richtung zu ändern, oder dass man eben halt sich den Weg auf die Kommandobrücke frei debattieren möchte, um dann persönlich in die Speichen des Steuerrats zu greifen und das Ruder umzulegen, wie der Martin Lichtmeß in dieser ersten großen Dreisat-Dokumentation über Schnellroder damals so schön gesagt hat. Mhm. Ich grätsche da kurz rein, nur damit wir so halbwegs im Zeitplan bleiben, weil du sagtest gerade was ganz Interessantes, und zwar über den eigentlichen Unterschied dieser konservativen Revolutionäre in den 20er Jahren und dem, was heute die als neue Rechte firmiert. Du sagtest, den heutigen neuen Rechten fehlt einerseits sozusagen das Großkapital im Rücken, andererseits fehlt ihnen aber natürlich das, was die 68er und die neue Linke im Rücken hatte, zu einer Zeit, wo es gar nicht mehr nur auf Kapital und einige wenige Zeitschriften oder Medienmogule anging, sondern eigentlich um einen Zugang zur politisch-medialen Klasse. Ja? Und du schreibst es auch in einem eigenen Artikel namens Neue Rechte in Deutschland, Zitat, ich zitiere dich an dieser Stelle, was sie von der bürgerlich-linken Studentenbewegung
also was die neue Rechte von denen hätte lernen können, wäre allenfalls der selbstvermarktende Flirt mit jenen gegenüber grundsätzlich wohlwollenden Medien und Institutionen gewesen. Dass aber eben dieser es nach wie vor nicht wert ist, sich um eines Platzes am politmedialen Katzentisch willen die eigenen Zähne zu ziehen, ist die gültige Lektion der neuen Rechten. Du sagst dann doch eigentlich in diesem deinem eigenen Zitat, dass genau dieser Rücken, ja, dieser mediale Rücken, der vielleicht in den 20er Jahren einfach die Unterstützung des Kapitals gewesen wäre, ist gar nicht wert ist, sich darum irgendwie zu streiten, oder? Oder verstehe ich dich an dieser Stelle falsch? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann tust du das tatsächlich. Kein Problem, ja, ich habe das Zitat auch aus dem Kontext gegriffen, das passiert schon mal. Es ist ja erstens mal durchaus so, dass die verschiedenen Strukturen der neuen Rechten, wie man sie nun auch immer definieren mag, teilweise sehr wohlhabende Gönner haben. Insbesondere diejenigen, die sich eben ausschließlich durch Spenden finanzieren. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das kann man auch mit ein bisschen kreativer Google-Arbeit ohne weiteres selbst lösen. Unsere Kameraden von der anderen Feldpostnummer, wenn man sie so nennen möchte, bei der Taz und anderswo, leisten daher immer fröhliche Wühlarbeit und legen das alles offen und publizieren das dann und fühlen sich ganz toll, weil sie glauben, sie hätten jetzt, keine Ahnung, dem IFS oder der Bibliothek des Konservatismus oder so den Todesstoß versetzt, indem sie darüber reden, woher das Geld kommt. Aber sei es drum. Es ist grundsätzlich etwas, was einen auch als Sympathisanten dieser Organisation durchaus interessieren kann, weil, und das ist etwas, was dann eben auch die kleineren Akteure betrifft, die sich meinetwegen durch persönliche Spenden finanzieren oder die eben halt ihren Breadtube-Existenzen führen, wie man so schön sagt. Was die betrifft, wenn man sich vom Geld anderer Leute abhängig macht, hat das natürlich ein Stück weit zur Folge, dass man auch diesen Leuten gefallen muss. Ja? Und dann kann man natürlich nicht irgendwelche großen antikapitalistischen Inhalte weit streuen, wenn man eben selbst, keine Ahnung, als wesentlichen Förderer irgendeinen Industriellen hat. Ja, das ist natürlich ein Problem, aber ich glaube, darum geht es hier jetzt erstmal nicht. Was meine persönliche Meinung gegenüber der sogenannten 68er wollte, ist und was meines Erachtens dann wiederum auch zu einem der wesentlichen Probleme der neuen Rechten geworden ist, als man dort begonnen hat, sich so stark, wie es zumindest einige Protagonisten bis heute tun, auf die 68er zu beziehen und zu sagen, dass man genau das auch machen müsse, bloß mit umgekehrten Vorzeichen, ist, dass die sogenannte 68er-Revolution eben nichts gewesen ist, was damals revolutionären Charakter gehabt hätte. Damals standen alle großen bundesrepublikanischen Medien auf Seiten der sogenannten Revolutionäre. Es gab damals einen Reptilienfonds von Rudolf Augstein vom Spiegel bis hin zu Gerd Bucerius, die Geld zusammengeworfen haben, um die Prozesse, die Rudi Dutschke und andere Protagonisten der APO geführt haben, zu finanzieren. Es ist tatsächlich das gewesen, was man heutzutage wohl ein breites Bündnis nennen würde, nur dass es eben in der Öffentlichkeit nicht so hochgejazzt worden ist, weil das damals nicht so populär war und der durchschnittliche Bundesbürger den studentischen Revolutionären und ihrer Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit von irgendwelchen Ordinarien an den Universitäten und so weiter und so fort maximal mit einem Achselzucken gegenübergestanden hat. Aber es ist damals schon so gewesen, dass die Gesamtgesellschaft, wie auch immer man sie definieren möchte, dieser sogenannten Revolution eben nicht ablehnend, sondern ja in der Regel wohlwollend desinteressiert oder an Skandälchen und Demonstrationen aus Sensationslust interessiert gegenüberstand. Die Medien, auch die bürgerlichen, der Spiegel ist ja immer ein bürgerliches Medium gewesen, da beißt die Maus keinen Faden ab, zu einem Großteil, das zwar nicht aktiv hochgeschrieben haben, aber dem Ganzen eben auch sehr wohlwollend gegenüberstanden. Man kennt ja diese Redensart von der sogenannten klammheimlichen Freude, auch wenn das anderen Bezug, einen eher traurigen, nämlich im Hinblick auf die RAF haben sollte dann später. Und dass selbst der Springer-Konzern, der ja nun auf der einen Seite daran beteiligt war oder die hauptmediale Agitation
gegen die Studentenbewegung gestellt hat und auf der anderen Seite natürlich auch at the receiving end war, indem dann natürlich bei den Demonstrationen eben irgendwelche Zeitungsauslieferwagen von Springer umgestürzt und angezündet worden sind und so, dass der Springer-Konzern massiv davon profitiert hat, weil auf der einen Seite irgendwelche Handwerker, die keine Lust auf demonstrierende Langhaarige hatten, sich dann eben schon die vermutlich ohnehin, auch wenn ich jetzt klischeehaft spreche, auf der Baustelle ausliegende Bild dann nochmal gekauft haben, um die dortigen Tiraden gegen Dutschke und Fritz Teufel und Rainer Langhans und wen nicht alles zu lesen. Und es ist natürlich auch eine gewisse Solidarisierung, insbesondere auch in den transatlantischen Kreisen, in denen Axel Springer ja sehr engagiert war und der Springer-Konzern bis heute immer noch ist, wer auch immer da gerade an der Spitze steht, dass es dort gewisse Solidarisierung gegeben hat, weil ja diese Studentenbewegung in den USA parallel dazu stattgefunden hat, aber dort einen wesentlich revolutionäreren Charakter angenommen hat, auch vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs. In den USA hat es ja eine Welle an Bombenanschlägen und dergleichen gegeben von solchen Gruppen wie Weather Underground, über die heutzutage niemand mehr spricht, weil beispielsweise der damalige Führer dieser Terrororganisation, dieser maoistischen Terrororganisation, ich glaube maoistisch, Weather Underground, dann ja später ein großer Freund beispielsweise Barack Obamas werden sollte und ihn mehrmals auch im Weißen Haus besucht hat und dergleichen. Also was das angeht, ist die neue Rechte in ihrer Anlehnung an diese sogenannte 68er Kulturrevolution oder den Marsch durch die Institutionen und so ein bisschen auf dem Holzweg, weil die Lage, in der sich die neue Rechte befindet, egal ob es jetzt um die IB geht oder ob es um Schnellroder geht oder um wen auch immer, auch was die junge Freiheit anlangt, auch wenn man dort ja seit Jahrzehnten sehr erfolgreich die Augen davor verschließt, eine ganz andere ist und man eben das System, in Anführungszeichen, was auch immer man darunter verstehen mag, diesen politisch-medialen Komplex, was ich darunter verstehe, komplett gegen sich hat und es eben nicht einfach so möglich sein wird, durch irgendwelche, wie auch immer gearteten Institutionen zu marschieren, sondern man im Zweifelsfall dann eben in den Verfassungsschutzbericht hineinmarschiert und das etwas ist, wo dann doch recht viele abspringen, weil das nach wie vor in ihr bürgerliches, am Ende ja dann doch irgendwo bürgerliches Mindset nicht reinpasst, vom System, vom Staat, den man ja eigentlich am liebsten nur dienen möchte und der ja nur ein bisschen vom Weg abgekommen ist und den man ein bisschen nudgen möchte, damit alles wieder glatt läuft, von diesem eine Zielscheibe auf den Rücken gemalt zu bekommen. Sehr gut. Ich würde dir in diesem Punkt sehr zustimmen. Vor allem, man kann das natürlich so mehr oder weniger dann weg erklären und sagen, ja, denen damals gelang es, ein metapolitisches Klima zu schaffen. Das stimmt schon, aber du hast es sehr gut beschrieben und erfasst, dass es dafür bestimmte institutionelle Rahmenbedingungen gibt. Und ich würde sagen, oder wir als Konfliktredaktion würden eben sagen, das ist unser Framework, unser Rahmenlinse, durch die wir auf die Welt blicken, dass diese 68er-Bewegung, diese Kulturrevolution im Wesentlichen eine Revolution des Überbaus wäre, die eigentlich vorwegnahm die neoliberale Auflösung der gewachsenen Verhältnisse und der fordistisch-nationalen Synthese im Rahmen des einsetzenden Globalismus, ja, im Rahmen der einsetzenden Globalisierung und dass natürlich jede konservative Kraft, die ja eigentlich dagegen arbeitet, nicht dieses akzelerierende Moment auf ihrer Seite hat und deswegen eigentlich, wenn sie diese Strategie nachahmt, notwendigerweise sozusagen wie eine riesige Steinkugel eigentlich den Berg hochzurollen versucht und sich wundert, warum klappt das nicht bei uns wie bei denen damals, während die damals eben eigentlich im Karren den Berg runtergerollt sind. Nun ist aber mein persönliches Problem häufig mit dieser radikalen Kritik, die ich ja von dir auch vernehme und die man auch aus diesen Alt-Right-Kreisen vernimmt, dass sie dann, wenn sie popularisiert wird, so eine Form annimmt wie Voting won't save you oder ja, warum seid ihr so naiv? Warum denkt ihr, dass ihr die Lage verändern könnt? Ihr müsst viel radikaler denken. Und diese Radikalität wird dann aber nie konkretisiert. Es wird nie gesagt, was man denn eigentlich machen müsste stattdessen. Was auch nicht erstmal notwendig ist, weil man muss nicht, wenn man eine Kritik anmeldet, auch direkt die Lösung liefern. Aber wenn man sozusagen sagt, ihr seid nicht radikal genug, ihr müsst viel radikaler denken, dann müsste man schon irgendein Modell oder eine Strategie oder ein Organisationskonzept vorlegen, was dieser Radikalität auch Genüge tut und nicht entweder komplett unoptisch ist und nur irgendwelche Randgruppen interessiert oder, du sprachst den Verfassungsschutz an, einen selbst direkt in der maximalen Kriminalisierung wiederfinden lässt. Verstehst du, was ich meine? Ja, das ist, das
Ich verstehe das voll und ganz. Es ist auch zumindest im Hinblick auf die Bundesrepublik etwas, was ich schon diverse Male in Podcasts und dergleichen betont habe, dass die große Enttäuschung von Leuten, die ja ursprünglich mal zu einem Großteil Idealisten gewesen sind oder meinetwegen sich auch ihren Idealismus immer weiter erhalten haben und der dann meinetwegen vielleicht ein bisschen in komische Richtungen abgeglitten ist, dass diese große Enttäuschung sich natürlich sehr leicht kanalisieren lässt in Richtung Radikalisierung, Extremisierung und so weiter hin. Und dementsprechend bin ich persönlich der Meinung, nach vielen entsprechenden Lektürestunden und dem Versuch, in diesem undurchdringlichen Dickicht der ganz, ganz weit zurückreichenden rechten Organisationen in der frühen Bundesrepublik und teilweise sogar noch vor Gründung der Bundesrepublik, also in dieser Twilight Zone zwischen dem 8. Mai 1945 und dem 23. Mai 1949, die so weit zurückreichenden rechten und teilweise doch auch sehr revolutionär daherkommenden Organisationen, was man sich daraus erschließen kann oder was zumindest ich mir daraus erschließen kann, läuft im Prinzip darauf hinaus, dass alles, was in der Bundesrepublik das Label Rechtsterrorismus oder Rechtsextremismus, wobei man da vorsichtig sein muss, weil Rechtsextremismus ja auch ein Schlagwort ist, dessen Bedeutung sich in den späten 80er Jahren und frühen 90er Jahren stark gewandelt hat, was dieses Label im Großen und Ganzen verdient hätte, wo es also tatsächlich um revolutionäre Gewaltanwendung Neonazis geht. Neonazis im eigentlichen Sinne. Neonationalsozialisten. Ja, das ist ja erstmal eine ideologische Sache. Mir geht es jetzt tatsächlich darum, eben direkte Aktionen anwenden zu wollen, also Gewalt zu Propagandazwecken und Gewalt, um tatsächliche politische Ziele zu erreichen. Terrorismus im weitesten Sinne, also das Ausschalten auch von infrastrukturellen Objekten und Personen, so etwas, dass das im Prinzip, natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel, immer irgendwo um eine oder um zwei Ecken im Dunstkreis von staatlichen Stellen stattgefunden hat. Und ich glaube, ihr habt es ja bei dem Livestream, wo ich mich kurz zu Wort gemeldet habe, später dann nochmal in einem Nebensatz angesprochen, dass es eben tatsächlich so ist, dass die Bundesrepublik sich traditionell eine eigene rechtsextremistische, in Anführungszeichen, Partei als Prügelknaben hält, nämlich die NPD, dass sie sich eben über den Verfassungsschutz, über entsprechende V-Leute auch unterhalb der Parteienebene extremistische Strukturen hält, die steuerbar sind und vielseitig einsetzbar sind, je nachdem, was man an Kampagnen innerhalb dieses politmedialen Komplexes lancieren möchte. Das ist schon etwas, was man nicht außer Acht lassen darf bei dieser ganzen Diskussion darüber, was überhaupt möglich ist an Arbeit und an Diskurs und an Alternativen zum System, das man ja kritisiert und dem man irgendetwas entgegenstellen möchte. In den USA ist das ein bisschen was anderes, weil es dort eben eine sehr reiche Tradition an Systemalternativen im Prinzip an Aussteigerkonzepten von rechts, was in diesem Fall oft eher in die libertäre Richtung geht, als in die nationalistische oder rassistische oder wie auch immer man es nennen möchte. Dass beispielsweise diese ganze Milizbewegung schon seit dem 19. Jahrhundert sehr prominent ist. Ich weiß, es ist problematisch, aber in diesem Hinblick muss man auch ein Stück weit den Ku Klux Klan nennen, zumindest in seiner ursprünglichen Form, bevor irgendwie zu Skinheads in Roben statt in Jeans, T-Shirts und Stiefeln geworden ist. Also es hat da viele, viele Versuche, irgendwie eine gewisse Aussteigermentalität von rechts oder eben von hart libertär zu kultivieren gegeben, zwischendurch solche Sachen wie den Northwest Imperative, was eben das Konzept war, dass
zugunsten der weißen Rasse ausgerichtete Männer und Frauen eben geschlossen, gebündelt in die Bundesstaaten des pazifischen Nordwestens in den USA ziehen sollen, um dann so eine Art rassische Enklave zu eröffnen, aus dem Gedanken herausgeboren, dass Demographics is Destiny, die Lage in den USA innerhalb so und so vieler Jahrzehnte ohnehin nicht mehr zu retten sein wird, dass man also die USA als Konzept im Prinzip aufgibt und versucht dann eben, wenn alles zusammenbricht, sich als Staat oder als völkischer Zusammenschluss irgendwo im pazifischen Nordwesten neu zu erfinden. Dort musste man also gar nicht so sehr neue Konzepte auf den Markt werfen, auch wenn dieser sogenannte Ethnostate, wie unter anderem Richard Spencer das Schlagwort gebraucht haben, natürlich nochmal ein bisschen was anderes ist als dieses Refugium, das man im pazifischen Nordwesten gesucht hat. In Europa und insbesondere in der Bundesrepublik sieht das schon etwas anders aus, gerade weil diese systemalternativen Narrative immer schon auch ein Stück weit vom System selbst lanciert worden sind. Und sich dorthin zu stellen und beispielsweise so etwas wie, ich weiß, es wirkt immer so ein bisschen wie eine Benedikt-Kaiser-Werbeveranstaltung, aber mal tatsächlich so etwas wie ein ganz neues Konzept, den staatlichen Zugriff auf die Wirtschaft und das dortige finanzielle Potenzial, so etwas ganz neu zu definieren oder zu versuchen zumindest, eben einen dritten Weg abseits von wir verstaatlichen alles oder wir lassen die Wirtschaft frei galoppieren oder eben halt meinetwegen noch die sozialen Marktwirtschaft, aber bitte, das ist eben halt auch ein Konzept von Anno Dunemal, so etwas zu präsentieren, das ist tatsächlich etwas relativ Unerhörtes innerhalb der Rechten, der deutschen Rechten und insbesondere auch der deutschen neuen Rechten, weil man sich bis dato eben dann doch vorwiegend mit solchen Dingen wie Demografie, meinetwegen auch mit ein bisschen Herumkritteln am Föderalismus oder sonstigen Dingen beschäftigt hat. So, wir brauchen jetzt nach der Wiedervereinigung unbedingt eine richtige Verfassung und so weiter und so fort. Das ist ja alles schön und gut, aber das ist eben nur die halbe Miete. Und auch nachdem wir den Fordismus losgeworden sind und auch nicht mehr in einer massenindustriellen Gesellschaft leben, sondern in einer Informationsgesellschaft und so weiter und so fort, kann man ja die Politik nicht einfach von der Wirtschaft entflechten. Und so etwas komplett aus den Augen zu lassen, einerseits, weil man eben, wie gesagt, gewisse Gönner und Finanziers hat, die man nicht dupieren möchte, und auf der anderen Seite, weil so ein Gesamtverständnis von wirtschaftlichen Prozessen auf der Rechten dann doch auch ein bisschen rar gesät ist, wovon ich mich gar nicht ausnehme. Ich habe selbst keine Ahnung davon und ich hoffe, dass ich solche Termini wie Fordismus und dergleichen jetzt nicht komplett falsch angewendet habe. Das ist eben einfach ein Problem, über das man auch sprechen können muss, weil so ein blinder Fleck auf der politischen Landkarte immer ein Problem darstellen wird und immer ein Einfallstor für auf der einen Seite irgendwelche Grifter, die sich dann mit Patentlösungen hervortun möchten, um irgendwelche Förderungen abzugreifen, und auf der anderen Seite eben auch für den politischen Gegner darstellt, der dort relativ leicht reingrätschen kann und sagen kann, ja, das ist ja vollkommen utopisch und überhaupt nicht durchdacht und das und das funktioniert alles nicht und kann gar nicht funktionieren, was die da präsentieren. Was man beispielsweise auch im Umfeld des AfD-Sozialparteitags gesehen hat, wo viele Leute, zumindest wo ich das online ein bisschen verfolgt habe, sich dann die Frage gestellt haben, muss das überhaupt sein? Müssen die das jetzt machen? Es reicht doch auch, sich auf Immigration und so weiter zu konzentrieren. Die müssen doch jetzt nicht über irgendwelche Rentenkonzepte diskutieren. Das kann ja nur peinlich für die ausgehen. Das sollten die lieber lassen. Darüber kann man irgendwann nochmal nachdenken. Und ja, redet mal lieber ein bisschen über den Euro und wie schlimm das ist, dass man diese ganzen angeblichen syrischen Kriegsflüchtlinge durchfüttern muss. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du selber dich noch nicht so intensiv mit Wirtschaftspolitik und wirtschaftlichen Fragen beschäftigt hast. Aber du hattest zumindest im letzten Jahr ja doch Zeit und Raum, dich relativ intensiv mit der sozialen Frage ideengeschichtlich zu beschäftigen. Denn wenn ich das richtig auf dem Papier habe, dann hast du ja den solidarischen Patriotismus von Benedikt Kaiser lektoriert. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Ja, dann hast du ja also doch zumindest einen, ich weiß nicht, wie intensiv du dich damit vorher schon beschäftigt hattest, aber dann hast du ja wahrscheinlich doch einen recht, nochmal intensiven Arbeitsprozess gehabt, wo du dich dann auch vielleicht in die entsprechenden Denkschemata und die entsprechenden Hintergrundlektüren ein bisschen eingearbeitet hast, oder? Oder hast du, ich meine, oder wenn auch nicht, du hast ja zumindest das Buch dann wahrscheinlich mehrfach gelesen, was dir ja auch schon einen eindeutigen Überblick zumindest über die Geschichte der sozialen Frage im konservativen deutschen Kontext verschafft haben müsste.
Ja, soweit schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ausgehend von meiner Lektoratsarbeit an diesem Buch nochmal in die Quellen hineingegangen wäre. Soweit vertraue ich dem Kollegen Kaiser, mit dem ich ja nun schon seit etlichen Jahren sehr produktiv zusammenarbeite, dann doch. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das erstens mal ein Thema ist, das, wie gesagt, mich insoweit interessiert, als ich es für nicht trennbar von anderen politischen Feldern halte, sondern man das meines Erachtens immer als Ganzes betrachten muss. Und dieser holistische Ansatz ja auch etwas ist, was sehr tief in der KR verwurzelt ist, mit der man sich nun mal zwangsläufig auseinanderzusetzen hat, wenn man in der zeitgenössischen deutschsprachigen neuen Rechten irgendwo seine eigene persönliche Heimat sieht oder sich zumindest für die dort vorgebrachten Ideologeme interessiert. Und mir kommt da eben, wird ja, wenn mich nicht alles täuscht, auch zumindest namentlich in Kaisers Buch erwähnt, zuallererst eben, was diesen holistischen Ansatz angeht, eben Othmar Spann in den Sinn, der in seinem Werk ja immer da, was er auch irgendwo ein solidaristisches Konzept ist, vielleicht so ein bisschen avant la lettre, davon gesprochen hat, dass diese ganzen verschiedenen staatspolitischen und gesellschaftlichen Belange nicht voneinander trennbar sind, dass sie wie die Organe eines Körpers unterschiedliche Aufgaben verrichten, aber in ihrer Funktion auf das Zusammenspiel miteinander angewiesen sind und dass eben im Prinzip der organische Staat, wie er sich das vorgestellt hat, tatsächlich wie ein menschlicher Körper aus verschiedenen Gliedmaßen bestehen müsste, wo dann eben quasi als Hirn, als Gliedmaße sozusagen der Staat als Institution sitzen würde. Also was das angeht, ist mir die soziale Frage als solche, auch wenn in den 30er Jahren und in den 20er Jahren, wo die KR-Denker publiziert haben, sich das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen anders dargestellt hat, weil man damals eben noch eine massenindustrielle und ich denke fordistische, richtig? Nein, tatsächlich nicht. Also tatsächlich präfordistische, Ja, richtig, ja, stimmt, genau. aber die Konglomerate, die eben, du sagtest, diese Altherrenclubs finanziert haben, die waren auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Oder auch Institutionen wie der Mitteleuropäische Wirtschaftstag. Also es ist sozusagen der unmittelbare Vorlauf zur fordistischen Revolution, das kann man schon sagen. Gut, okay. Ja, wie gesagt, ich stelle anheim, dass ich mit diesen Termini nicht so weit vertraut bin. Ich lese jetzt gerade mal wieder Mark Fischer, der wirft auch die ganze Zeit damit um sich. Der war ja auch ein prononciert, sagen wir mal, Alt-Com-Denker. Und vor seinem Freitod leider unvollendete letzte Schrift sollte ja auch den Titel Acid Communism tragen. Aber ja, wie gesagt, durchaus etwas, wovon man gehört hat, aber wo ich jetzt nicht intuitiv mit umgehen könnte mit dem Terminus, wie ja auch die Zuhörer gerade eben bemerkt haben dürften. Jedenfalls bin ich also, wie gesagt, mit der Notwendigkeit, ich sehe die Notwendigkeit einer Thematisierung der sozialen Frage von rechts absolut, aber bin jetzt nicht auf diese Frage spezialisiert, so wie Benedikt Kaiser das meinetwegen ist, wie auch auf viele andere Fragen, wie beispielsweise die albanische Frage, aber die soziale Frage von rechts ist eben dann doch ein bisschen sein persönliches Themenfeld. Das ist interessant, weil von Benedikt Kaiser stammt dann auch unsere erste Zuhörerfrage an dich. Die hast du ja vielleicht sogar schon auf Twitter gesehen und die geht genau in diese Kerbe. Wenn du dich doch noch gar nicht so intensiv mit der Frage beschäftigt hast, warum hast du denn dann Solpert so gut lektoriert? Soll ich jetzt wirklich in das Klein-Klein der Lektoratsarbeit hineingehen? Nein. Also es ist durchaus nicht notwendig, mit dem Thema eines Buches, das man lektoriert, bis ins Mark vertraut zu sein, um damit vernünftig arbeiten zu können. Erstens mal hat das viel mit Fingerspitzengefühl und Sprachgefühl zu tun. Auf der anderen Seite kennt man natürlich so ein bisschen seine Pappenheimer. Und wenn ich wie lang auch immer er sein mag, einen Text von Benedikt Kaiser zum Lektorieren bekomme, dann weiß ich, worauf ich achten muss. So lange kennt man sich dann ja doch und arbeitet eben auch entsprechend zusammen. Und was jetzt, sagen wir mal, ein Thema anbelangt, mit dem man sich selbst überhaupt noch gar nicht beschäftigt hat. Wenn man in dieser Hinsicht als Lektor tätig werden soll,
oder eben sich um einen entsprechenden Auftrag bemüht, ist es durchaus nicht ganz verkehrt, mit so einem unschuldigen und im besten Sinne naiven Blick heranzugehen, weil eben das auch der Blick ist, den ein Gutteil des Publikums haben wird. Und vor diesem Hintergrund gelingt es manchmal, ich möchte nicht ausschließen, dass es auch hin und wieder ganz, ganz arg in die Hose gehen kann, aber gelingt es doch manchmal, ein umso besseres Lektorat zu leisten, weil die verschiedenen Argumentationslinien, die man ja zwangsläufig irgendwo zusammenführen muss. Und was Benedikt getan hat, war ja auch viele innerhalb des, nicht nur des rechten, sondern auch des allgemeinen politischen Diskurses längst verschüttete Schätze zu heben, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf. Diese verschiedenen Argumentationslinien, die eben auch in unbekanntes oder vielen nicht geläufiges Terrain abdriften und dann irgendwie da wieder rausgeführt werden müssen. Wenn diese Argumentationslinien vernünftig verflochten werden und für jemanden, der von dem Thema keine Tiefe, also nur eine oberflächliche Ahnung hat, so wie in diesem Fall ich in Bezug auf die polithistorischen Wurzeln eines nationalen oder patriotischen Wirtschafts-, Gesellschafts-, Politik-Solidarismus in Deutschland durch die vergangenen 2 Jahrhunderte hindurch. Wenn das also funktioniert und jemand, der nicht unmittelbar in der Materie drinsteckt, begreift, was nun tatsächlich die These ist und wie diese These zu einem stimmigen Abschluss geführt wird, dann ist es eben dann doch auch bei thematischer Fremdheit und Unvertrautheit eine Sache, die als Lektor ziemlich gut funktioniert. Und wenn Benedikt sagt, dass es gut lektoriert worden sei, dann bin ich froh und gehe davon aus, dass das so funktioniert hat, dass er als Profi mir als Laien etwas erklärt hat, was sich auf die Art und Weise, wie er es mir erklärt hat, sich mir erschlossen hat. Sehr gut. Die nächste Frage, von der ich leider nicht sehe, wer sie geschrieben hat, weil ich mir die Fragen alle hier in so ein Dokument kopiert habe, aber leider vergessen habe, mir die Namen der Fragesteller zu kopieren, aber er wird sich schon angesprochen fühlen. Das ist eine Frage, zu der ich, wenn sie schon so gestellt ist, wie sie gestellt ist, ausgehe, dass du wahrscheinlich darüber auch 20 Minuten aus dem Stegreif reden könntest, aber vielleicht kannst du versuchen, dich dahingehend kurz zu fassen. Und zwar fragt er, Moin Nils, wie bewertest du die Geschichte der Zeitschrift Mut? Ja, das hat tatsächlich auch bei Twitter Benedikt Kaiser kommentiert. Ah. Und ich glaube, im ersten Moment, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, dass das einer der üblichen kleinen Späße, die wir gerne mal miteinander treiben, sein sollte, weil ich am gestrigen Abend in einem bissigen Tweet darauf Bezug genommen hatte, dass bei Deutschlandfunk Kultur unmittelbar zuvor ein Interview-Feature mit dem Politikwissenschaftler Gideon Botsch über die Geschichte der Zeitschrift Mut online gegangen ist, was nun tatsächlich ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, weil die Geschichte von Mut vor einigen Jahren, ich glaube, es ist 2017 gewesen, einen Abschluss gefunden hat, in dem diese Zeitschrift eingestellt wurde. Und was die Geschichte von Mut angeht, dazu muss man wissen, dass Mut im Prinzip in den 60er Jahren parallel zur sogenannten Studentenrevolte und insbesondere unter der Brandkanzlerschaft ein wirklich sehr krachiges, sehr stellenweise marktschreierisches und auch durchaus die hin und wieder mal die Systemfrage stellendes nennen es mal jungrechtes Agitationsmedium gewesen ist, was doch einigen Einfluss und zumindest einigen Absatz gehabt hat, was auch die jüngeren Kreise der NPD in den 60er Jahren, die damals ja noch eine ganz andere Partei war, als sie es nach dem Scheitern ihres Versuchs in den Bundestag einzuziehen, ich glaube 1964 war das, geworden ist, was also in dem, was man damals als dissidente Rechte hätte bezeichnen können, was dort sehr viel Einfluss gehabt hat und die von diesem ein bisschen doch irgendwo umstürzlerischen und aggressiven und wadenbeißerischen Kurs spontan weggegangen ist und sich zu einem systemstabilisierenden Medium gewandelt hat, nachdem 2 Ausgaben, glaube ich,
von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften damals, mittlerweile heißt es ja ein bisschen anders, indiziert worden sind und die Zeitschrift um den Gründer und Herausgeber Bernhard Wincek auch über diverse Jahre hinweg in verschiedenen Verfassungsschutzberichten genannt worden ist. Okay, Also das das waren jetzt genau 2,5 Minuten. Hast du dazu noch ich abschließende Worte zu finden Man zur kann das bei Zeitschrift? Twitter nachlesen. Ich Okay. bewerte das eben als eines und so ziemlich das einzige Beispiel eines, sagen wir mal, rechtsalternativen Mediums, das sich unter dem Systemdruck, unter dem Druck der Institutionen, also der BPJS und des VS, wirklich um 180 Grad gewandelt hat, sich selbst die Zähne gezogen hat und danach zu einer Zeitschrift geworden ist, wo etablierte CDU-Politiker der höchsten Stufe publiziert haben. Auch, ich glaube, zwischendurch mal Josef Ratzinger und so weiter, dass das also nun wirklich ein Extrembeispiel ist, meines Erachtens das Einzige, dass das in keinster Weise repräsentativ ist und das jetzt zu thematisieren, mal wieder dafür spricht, was der Staatsfunk, was der Deutschlandfunk oder das Deutschlandradio Kultur in diesem Fall ja ist, was sie damit bezwecken, nämlich dass sie zu einer Zeit, wo ja jetzt mal wieder im Raum steht, die komplette AfD vom VS beobachten zu lassen, man nochmal den Zweiflern und den Zaudernden und den Zaghaften vor Augen führen möchte. Früher sind auch Rechte plötzlich wieder nett geworden und haben danach eine Zeitschrift rausgeben dürfen, wo viele wichtige und ganz tolle Demokraten drin geschrieben haben. Also überlegt euch mal, ob ihr mit euren Nazi-Freunden da in der Partei weiter zu tun haben wollt oder ob ihr auch wieder back into the fold der aufrechten Demokraten kommen wollt. Punkt. Okay. Ja, das ist aber eine sehr gute Analyse. Also jetzt, wo ich dich noch mal ein bisschen gedrängt hatte, hast du es eigentlich richtig gut auf den Punkt gebracht. Ich habe noch eine, ich hätte eigentlich noch viele Fragen für dich, aber weil wir es nicht allzu sehr ausufern lassen wollen, kommt jetzt noch eine letzte Frage, eine Frage, auf die du auch noch mal wahrscheinlich recht ausführlich antworten möchtest und eigentlich eine Frage, über die wir natürlich gerne die Diskurshoheit auch erstreiten würden, was aber nicht bedeutet, dass wir nicht auch anderen Stimmen und anderen Perspektiven hier die Möglichkeit geben wollen, sich dazu zu äußern. Und zwar die Frage, aus welchem Grund betreiben Big Tech-Konzerne Deplatforming gegen Rechte, deiner Meinung nach? Okay, da ihr, wie ich das beim kursorischen Durchschauen eurer Internetseite ja auch schon mehrmals so Sachen wie Woke Capitalism und dergleichen, Woke Capital angesprochen habt, denke ich, muss ich nicht an die Grundlagen gehen, so wie ich es eben bei Mut versucht habe. Ja. Denn die Zuhörerschaft wird ja vielleicht schon ein bisschen damit vertraut sein. Diese Big Tech-Konzerne stammen erstens mal von ihren Gründern her und den Persönlichkeiten, die dort frühe Pionierarbeit geleistet haben, zu einem Gutteil aus dieser kalifornischen Hippie-Szene. Das sind diejenigen, die angefangen haben, im Silicon Valley informationstechnologische Vorstöße zu leisten, die diese Unternehmen gegründet haben, so jemand wie Steve Jobs beispielsweise. Und das sind eben, ich glaube, man kann sie, ohne das jetzt allzu positiv ausdeuten zu wollen, als Freigeister bezeichnen. Das sind Leute, die eben auch, nachdem sie Multimilliardäre waren, dieses Denken nie so richtig abgelegt haben. Man sieht das ja auch an den Stiftungen, die sie dann gegründet haben und den gesellschaftlichen Zwecken, ihren Wohlstand dann teilweise zu Gemüte geführt haben. Das sind zum allergrößten Teil wirklich Leute gewesen, die die Welt verbessern wollten, was natürlich umso lustiger ist, weil viele dieser technologischen Errungenschaften, insbesondere das komplette Internet beispielsweise, ja ursprünglich aus dem militärisch-industriellen Komplex herkommen in den USA. Und die eben versucht haben und teilweise ja noch bis heute versuchen, die Informationstechnologie zu einem großen Startblock für die tatsächliche komplett freie und komplett gleiche Menschheit zu machen. Und dem stehen dann natürlich irgendwelche Aktivisten bei Twitter oder anderswo, die sich dafür einsetzen, gemischtrassige Paare in der Werbung und so weiter zu thematisieren und weswegen das auf einmal so populär geworden ist und so weiter und so fort. Das steht dem natürlich diametral entgegengesetzt gegenüber. Das hat dann für die entsprechenden Konzerne auch nichts mehr mit irgendwie
Freedom of Speech oder was auch immer da als Gegenwort ins Feld geführt wird von irgendwelchen Zentristen zu tun, sondern diese Meinungen müssen dann eben halt weg und denen stehen die entsprechenden technischen Möglichkeiten zur Verfügung. Sie sind ideologisch auf Seiten derjenigen, die fordern, dass so etwas nicht im öffentlichen Diskurs stattfinden darf. Und dann liegt eben ganz nahe, die persönliche, auch monopolistische Macht einzusetzen, um diese Argumente eben auszublenden und sie auch ganz physisch auszublenden. Ob man darunter jetzt irgendwelche Labels setzt, dass das alles umstritten sei oder dass vertrauenswürdige Medien das anders beurteilen, so wie man das jetzt bei Donald Trump ganz eklatant gesehen hat im Umfeld der Wahl. Oder ob es darum geht, dass bei einer Internetseite wie dem Daily Stormer, zu dem man natürlich auch sehr geteilter Meinung sein kann, der Internet Service Provider einfach dafür sorgt, dass diese Seite nicht mehr ansteuerbar ist, indem meinetwegen die entsprechenden Ports oder die IP oder wie das heißt, maskiert wird, sodass sie von normalen Browsern außerhalb des Tor-Netzwerks oder was es da so alles gibt, überhaupt nicht mehr angesteuert werden kann. Ob Google dafür sorgt, dass entsprechende Seiten nicht mehr in den Suchergebnissen gelistet werden. Oder ob ein Unternehmen wie Cloudflare, das dafür zuständig ist, eben Internetseiten vor DDoS-Attacken und dergleichen zu schützen, einen entsprechenden Geschäftsvertrag mit so einer umstrittenen Internetseite, es muss ja jetzt nicht dezidiert der Daily Stormer sein, es hat da ja auch andere Beispiele gegeben, die jetzt nicht unbedingt in eine Clowns-Nazi-Sparte einzuordnen sind, dass eben ein solches Unternehmen einfach von dem Geschäftsvertrag zurücktritt und das dann auch öffentlichkeitswirksam natürlich durchsticht, weil man dann ja zeigen kann, wie engagiert man gegen Hate Speech und so weiter vorgeht und dass die einschlägig engagierten besagten Kameraden von der anderen Feldpostnummer dann sich schnell daran machen, diese Seite eben mit irgendwelchen Serienanfragen zu überziehen, bis die Server in die Knie gehen. Das ist, wie gesagt, es ist im Prinzip ein sehr faustisches Ding. Die technischen Möglichkeiten stehen ohne weiteres zur Verfügung, sind auch gar nicht mal so teuer und dadurch, dass man für entsprechendes Wohlverhalten so stark belohnt wird und zusätzlich die Chefetagen dieser Konzerne entsprechend ohnehin schon engagiert und interessiert sind, was beispielsweise klassische Liberalkonservative gar nicht gerne hören, die dann eben lieber solche Artikel in der JF publizieren, dass die Big Tech-Unternehmen von der Antifa mit Gewaltandrohungen dazu gezwungen würden, irgendwelche unliebsamen Leute zu Unpersonen zu machen, was halt einfach, Entschuldigung, vollkommen lächerlich und absurd ist. Das hören diese Leute nicht gerne, die können sich das auch gar nicht vorstellen, dass man als freier Unternehmer irgendwelche Leute, die einem Geld dafür geben, dass sie ihre Inhalte dort platzieren können, freiwillig vor die Tür setzt, ja, weil das auch mit diesem ganzen liberalen und wirtschaftslibertären Denken nicht harmoniert. Sorry, es ist aber nun mal leider so und in dieser ganzen Internet-Empörungswirtschaft ist es auch vollkommen plausibel, weil es der Weg des geringsten Widerstandes ist, um sich eben als gutes Unternehmen, als moralisch sauberes Unternehmen und als idealer potenzieller Werbe- und Geschäftspartner darzustellen. Ich stimme dir da in sehr vielem zu, aber Nils, ich muss trotzdem eine Lanze brechen, ohne jetzt ein allzu großes Fass aufzumachen. Ich teile auch deine Kritik an dem Marktliberalen, an den Wirtschaftsliberalen und den JF-Artikeln, die du da ansprichst. Aber ich glaube, dass die Leute, die sich das nicht vorstellen können, und wie gesagt, ich will das hier nicht als fast neu aufmachen, aber dass es doch zu einem gewissen Teil deren Klassenstandpunkt geschuldet ist, dass sie beispielsweise kleine oder mittelständische Unternehmer sind, die sich das tatsächlich nicht vorstellen können, jemanden wegen einer schlechten Meinung zu entlassen. Und dass die sich schlicht nicht vorstellen können, dass auf dieser großen Skalierung Unternehmen sich ganz anders verhalten, weil sie eben politische Player und eigentlich kleine Staaten sind. Verstehst du, was ich meine? Ja, also ich sagen wir mal so, es gibt ja diese schöne Regel, wie heißt sie doch gleich, ich glaube Occam's Razor, dass man, Hanlon's Razor ist es. Erkläre nie mit Bosheit, was du nicht auch mit Klassenstandpunkt erklären kannst. Ja, das ist sehr hübsch gewendet, aber das ist im Prinzip das, worauf ich tatsächlich hinaus will. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese, Achtung, Schlagwort, Boomer, die das ja zu einem guten Teil sind, also dass eben halt irgendwelche mittelständischen Unternehmer und dergleichen wirklich, wirklich auch irgendwo ein Stück weit idealistisch sind, ja, und meinetwegen auch der Ansicht sein können, dass jeder seine Chance verdient hat und dass man jetzt, solange jemand nicht kriminell ist oder keine Ahnung, für terroristische Methoden
agitiert, dass man so jemanden dann nicht einfach wegen seiner, meinetwegen, Ablehnung von gemischtgeschlechtlichen Toiletten oder LGBT Parades und so ja, weiter, genau, ja. der Tranny Story Hour Ja. im Kindergarten oder sonst irgendwas, dass man die Leute deswegen nicht einfach vor die Tür setzen sollte. Ja, das sieht aber eben ein Großteil des Marktes, wenn man es so nennen möchte, anders. Beziehungsweise ist eben der Anreiz sehr hoch, sich selbst auf ein höheres moralisches Podest zu stellen, indem man eben diese Ziele, die ja wirklich medial euphorisch und frenetisch begleitet werden, befördert, anstatt, sagen wir mal, einen meinetwegen auch wohlwollend, aber doch einen eher abwartenden und nicht engagierten, einen gewissen entkoppelten Standpunkt einzunehmen. Wir leben nun mal in Zeiten extremer Polarisierung und einer extremen Moralisierung, wo im Prinzip von jeder Einzelperson, aber auch von jedem Unternehmen erwartet wird, Stellung zu beziehen. Und man muss sich jederzeit von irgendwelchen dahergelaufenen Medien oder Einzelpersonen befragen lassen, welcher Ansicht man zu diesem und jenem Thema ist, wie man dazu steht, wie man seinen Standpunkt rechtfertigt und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, viele dieser Unternehmen, dieser Big Tech-Unternehmen, jetzt nicht der kleinen und mittelständischen Unternehmen, sind eben von Leuten gegründet worden und bis heute von Menschen geführt und bestimmt, die immer schon auf Seiten dieser extremen Liberalisierung und dieser scheinbaren Progressivität gestanden haben und für die das vollkommen selbstverständlich ist, sich dafür einzusetzen, dass, keine Ahnung, Minderjährige irgendeine Hormontherapie bekommen, wenn denen von ihren Kindergärtnerinnen eingeredet wird, dass sie eigentlich Mädchen statt Jungs seien und dergleichen. Also ja, ich bin persönlich auch zumindest mittlerweile nicht mehr ein Freund von diesen Theorien, wonach das alles ein böses Konzept mit bösen Absichten sei und dass diese Leute sich eben halt dann irgendwo in der Kanalisation treffen und in schwarzen Roben den Teufel anbeten, sondern, also ich meine, natürlich wird es die auch irgendwo geben. Das ist ja schon das Gesetz der großen Zahl, dass es sowas auch irgendwo geben muss. Aber ich glaube, dass die allermeisten dieser Leute tatsächlich glauben, die Welt zu verbessern mit dem, was sie tun, was sie im Prinzip ja auch umso gefährlicher macht, denn ja, es sind sozusagen Soldaten im guten Glauben. Und die, wie wir beispielsweise auch an Dschihadisten sehen, sind im Zweifelsfall deutlich einsatzfähiger und zu allem bereit als eben diejenigen, die halt nur Heim und Herd verteidigen möchten. Absolut. Und weil du von Heim und Herd gesprochen hast, das ist, glaube ich, ein gutes Abschlusswort, weil du sagtest, du hast es eigentlich selber gerade ganz gut erklärt, in dieser Welt der Anywhere, sage ich jetzt mal ganz grob, ist man es sozusagen gewohnt, ständig und jederzeit seinen sozialen Status durch dieses, ja, Affirmieren der herrschenden Ideologie zu setzen. Und in der Welt dieser Somewheres, du hast sie Boomer genannt, ich habe sie mittelständische Unternehmer genannt, aber wir meinen eigentlich das Gleiche. Herrscht doch noch ein alter, eher väterlicher, rheinisch-kapitalistisches Denken, was vielleicht tatsächlich sich um den eigenen Heim und Herd und das Heim und den Heim und das Heim und den Herd der Angestellten vielleicht kümmert. Und deswegen glaube ich ja am Ende des Tages doch irgendwie, dass diese Menschen, auch wenn sie sozusagen so komplett falsch denken und falsch handeln, am Ende des Tages irgendwo in unserem Lager stehen, weil sie Somewheres sind. Aber vielleicht ist das ein Thema für ein nächstes Gespräch, außer du hast jetzt noch dringende Punkte dazu anzuwenden. Ich könnte dazu eine Anekdote erzählen von einem geschäftlichen Kunden, den Sehr gerne. der Kollege Kaiser und ich einmal zu betreuen hatten. Und der auf dem Weg zu seiner riesigen Mercedes-Limousine, der kam aus dem Ländle, dieser Herr, und war auch Unternehmer. Der auf dem Weg zu seiner riesigen Mercedes-Limousine erstens mal sich über andere in der Nähe stehende kleinere Autos von Angestellten lustig machte, wie das denn sein könne. Und dann quasi zum Abschied zu uns sagte, das war, lass mich lügen, ich weiß nicht, ob es 2015 oder 2016 war, auf jeden Fall schon nachdem die Krise losgebrochen war, dass er das natürlich alles sehr interessant fände und dass es sich jetzt auch richtig zuspitzen würde. Aber das waren seine Abschiedsworte. Ich werde jetzt mal nicht dieses Geschwäbel nachmachen, einmal, weil ich das für eine ganz entsetzliche Mundart halte.
Und zweitens, weil ich es auch nicht richtig kann und den eigentlichen damaligen komödiantischen Effekt des Ganzen wahrscheinlich nicht richtig wiedergeben könnte. Aber er sei immerhin fein raus, denn wenn die Kacke so richtig am Dampfen wäre in Deutschland, dann würde er sich in seinen Drittwohnsitz in der Schweiz zurückziehen und dann wäre er mal sehr gespannt, wie wir das dann so machen würden. Und vielleicht spricht man sich dann in 15 Jahren nochmal, hahaha, sprach's und stieg in seinen Benz und fuhr davon. Das hat mich dann doch auch ein bisschen sensibilisiert, was die Problematik von eben diesen älteren und gut situierten Förderern und so weiter angeht. Also vermutlich auch ungefähr das, was du mit Klassenstandpunkt gemeint hast. Also natürlich stehen sie irgendwo in unserem Lager, aber die Frage ist, was sie uns nützen. Da bin ich einfach mal so arrogant, diese Frage in den Raum zu werfen. Und zumindest mir persönlich hat sich bis dato diese Frage nicht unbedingt zu ihren Gunsten beantwortet. Aber ich möchte natürlich nicht ausschließen, dass sich das in Zukunft noch ändern kann, insbesondere wenn die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser verschiedenen Lockdowns, die wir in diesem Jahr erlebt haben und so, die Klassenstandpunkte vielleicht ein bisschen verschieben oder da zumindest eine gewisse Erschütterung verursachen. Sehr spannend. Ja, wenn es dann soweit ist, wir werden das natürlich wachen Auges beobachten. Ich glaube, wir haben dich vielleicht jetzt auch ein bisschen für diese Perspektive noch zusätzlich zu den Perspektiven, die du sowieso schon verfolgst, sensibilisiert. Und du wirst es vielleicht auch beobachten. Und, absolut. Man sollte nicht das 500.000. Buch darüber lesen, wie schlimm sind und wie doof es ist, dass wir damals so viel bombardiert worden sind und so. Das ist natürlich beides etwas, was man durchaus im Hinterkopf behalten sollte, aber in der heutigen Zeit und vielleicht auch schon etwas länger nicht unbedingt das allein selig machende. Außerdem wird es mit der Zeit ziemlich langweilig und so kommt über kurz oder lang jeder mal dazu, sich für ein bisschen andere Themen zu interessieren. Die einen gehen dann meinetwegen in die Richtung des orthodoxen Christentums oder so und andere interessieren sich dann eben für die Zusammenhänge von Klassenstandpunkt und meinetwegen kultureller Identität. Das ist eben so etwas, weswegen ich mich jetzt mit Marc Fischer und dergleichen beschäftige. Und andere machen dann das, was in eure Richtung geht und beschäftigen sich wirklich auch dezidiert mit den wirtschaftlichen Aspekten davon. Wobei natürlich heutzutage in diesem globalisierten Wirtschaftssystem, in dem wir leben, alles irgendwo wirtschaftlich ist, weil ja alles auf seinen Waren- und Tauschwert reduziert wird. Es soll sogar solche geben, die sich zuerst mit materialistischer Analyse beschäftigt haben und dann die nationale Frage für sich entdeckt haben. Bevor wir zum Abschluss kommen, möchtest du mit uns noch unser Based or Cringe-Spiel spielen, wo wir dir 10 Fragen stellen und du antwortest auf dem Bauchgefühl heraus mit Based oder Cringe? Das können wir gerne machen. Ich bin gespannt. Grundsätzlich bin ich aber eh schon ein bisschen verschrien als jemand, der alles immer schlecht macht und der nichts gut findet. Also von daher könnte das jetzt ein bisschen einseitig ausfallen. Ich bin aber trotzdem gerne bereit dazu. Überhaupt kein Problem. Das ist unsere anarchische Zone. Was du hier sagst, darf nicht vor Gericht gegen dich verwendet werden. Ja, das kannst du ja gerne mal irgendeinem Staatsanwalt erklären, aber lassen wir das. Donald Trump. Cringe. Joe Biden. Cringe. Kamala Harris. Auf eine gewisse perverse Art und Weise based, aber nur zu ihren Polizistenzeiten. Ich glaube nicht, dass das, wenn sie dann jetzt VP oder irgendwann Präsidentin sein wird, noch irgendeinen Nachhall findet. Also sagen wir mal ehemals based irgendwo. Nationalismus. Based oder cringe? Tendenziell based. Auf Deutsch würde man sagen, libertäre Ideologie oder eben Libertarianism. Hyper cringe. Solidarischer Patriotismus. Ja, ist ganz based, so aus Erfahrung. Jörg Meuthen. Möchte ich mir jetzt den Zorn des alles sehenden Auges auf der Pyramide zuziehen? Na, schon tendenziell eher ziemlich cringe, muss ich sagen. Habe ich aber immer schon so empfunden und nicht erst durch gewisse Reden, die er in jüngster Zeit gehalten hat. Karl Marx? Based oder cringe? Karl Marx Theorie. Du musst ihn als Person nicht bewerten. Gut, okay. Ich hätte jetzt ohnehin gesagt,
von einem historisierenden Standpunkt aus, also Karl Marx in seiner Zeit, durchaus based. Nick Fuentes? Cringe. Und unsere letzte Frage, die wichtigste Frage, Katzen? Es wechselt. Tendenziell cringe. Nils Wegner, ich danke dir für unser Gespräch. Es war mir wie immer eine Freude. Ihr hörtet den Konflikt-Podcast. Wenn ihr auch in Zukunft mehr von uns hören möchtet, abonniert unseren Kanal und folgt uns auf Facebook und Twitter. Auf unserer Website findet ihr konservative Berichterstattung zu allen Themen aus Politik und Gegenkultur. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächstes Mal.